So, Herr Hobiger, alle alten Ausdrücke kommen wieder. Gleich haben wir eine dreckige 13, wie Herr Klussmann immer gesagt hat. Sind Sie bereit für Ihr erstes Finale in diesem Jahr? Bereit, ja. Bereit schon? Gut, 2 Minuten für Sie. Wenn er patzt, setzt Sie ihn bitte zurück. Zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. 13 Punkte braucht der Quiz-Vulkan. Er hat 2 Minuten und seine Zeit startet jetzt. Dirty Diana heißt ein 80er-Jahre-Hit von Michael. Oldfield. Stopp die Uhr. Jackson. Ja, Jackson. Ja. Michael Jackson ist richtig. Super. 14 habt ihr. 1,56 für 14. Das Finale hat schön begonnen und die Zeit für Herrn Hobiger startet jetzt. Welcher Müll kommt in eine Abfalltonne mit braunem Deckel? Biomüll. Welches Sinnesorgan schmerzt bei einer Otalgie? Das Ohr. Um welche britische Königin geht es im Oscar-prämierten Film The Favourite? Victoria. Stopp die Uhr. Elizabeth. Auch jetzt eine Antwort? Elizabeth. Nee, Queen Anne. 12, 1,42 noch auf der Uhr, Herr Hobiger. Die Zeit startet jetzt. Wie heißt der Ritter von der traurigen Gestalt? Don Quixote. Welche Basilika des Architekten Antoni Gaudí wurde 2010 von Papst Benedikt XVI. Sagrada Familia. Nahe welcher asiatischen Hauptstadt brach im August 2019 der Asama-Vulkan aus? Manila. Stopp die Uhr. Asiatische Hauptstadt. Habt ihr eine Antwort? Brauchst du jetzt? Tokio. Das ist völlig richtig. Manuel Hobiger fällt auf 3, braucht 11, hat 1,25 und die Zeit startet jetzt. Wer ist in der nordischen Mythologie Vorsitzender der Thing-Versammlung sowie Gott für Recht und Gesetz? Odin. Stopp die Uhr. Was war die Frage? Habt ihr was? Thor. Forseti. Sie brauchen 11, haben 1:19, Herr Hobiger, und die Zeit startet jetzt. Redensartlich ist Vorsicht die Mutter welcher Kiste? Porzellankiste. Der Satz des Pythagoras gilt für rechtwinklige? Dreiecke. Welchen Nobelpreis des Jahres 2019 teilten sich William Kaelin, Greg Semenza und Pete Radcliffe? Chemie. Stopp die Uhr. Sachen. Ja. Medizin. Medizin, gut, sehr richtig. Physik hatten wir eben schon. Ihr habt gute Abstände, wo ihr das unterbrecht hier. So einen richtigen Lauf hat er noch nicht bekommen können, der Herr Hobiger. 1,05, wir sind knapp über der Minute noch. Er braucht 10 und die Zeit startet jetzt. Welche Ingrid war von 1970 bis 1972 mit Rainer Werner Fassbinder verheiratet? Bergmann. Stopp die Uhr. Zack. Steinborg? Nee, Ingrid Cavan. 57 für 10. Die Zeit startet jetzt. Wie viele Tage hat der Monat Februar, wenn kein Schaltjahr ist? 28. In welcher Stadt fand am 2. März 1919 der Gründungskongress der Kommunistischen Internationale statt? St. Petersburg. Stopp die Uhr. Habt ihr was? Berlin? Nee, in Moskau. 46 für 9. Die Zeit startet jetzt. Go Let It Out und Laila sind beides Nummer 1-Hits welcher britischen Band? Rolling Stones. Stopp! Weiß ich nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Britische Band. Beatles. Oasis. Ja. 38 für 9. Und die Zeit startet jetzt. Welche Ashley gewann 2019 bei den French Open ihren ersten Grand Slam-Titel im Dameneinzel? Brady. Stopp die Uhr. Kenne ich überhaupt nicht. Tennis, wir sind raus. Ashley Barty. 32 für 9. Puh. Die Zeit startet jetzt. Wie nennt man ein schaukelndes Bett für Kleinkinder? Schaukelbett. Stopp die Uhr. Wiege? Also da müsste ich jetzt mal höchstrichterlich entscheiden lassen, ob das Schaukelbett richtig ist. Aber was habt ihr gesagt? Wiege? Ja, ich würde sagen, wir nehmen die Wiege. Das erkennen Sie an, oder? Ja? Okay. 26 Sekunden, Herr Hobiger. Wird schwer. Die Zeit startet jetzt. Wer spielt in dem Filmklassiker Blade Runner von 1982 den Titelhelden? Passe. Stopp die Uhr! Hier statt der Engeltyp. Ihr könntet schon bei 27 sein. Ja, den meine ich. Nicolas Cage? Nee, das war Harrison Ford. Oh, okay. Sie brauchen noch 10 richtige und 18 Sekunden. Das ist nicht so viel. Die Zeit startet jetzt. Aus welchem Land stammt der Designer Philipp Stark? Deutschland. Stopp! Frankreich. Gut, dann nehmen wir Frankreich.
Ich zähle es noch unter Beratung. Und ich bin geneigt zu sagen, ist eh nicht mehr so relevant. 15 Sekunden noch. Wenn Sie das noch gewinnen, Herr Hobiger, dann schenke ich Ihnen ein Eichhörnchen. Ein echtes. 15 Sekunden ab jetzt. Wie heißt das mit mehreren Millionen Hindus größte religiöse Fest der Welt? Holi. Stopp die Uhr. Sie hätten jetzt auch, um nicht noch mal zu patzen, auslaufen lassen können, die Zeit. So. Was habt ihr als Antwort? Wie jetzt auch gesagt. Nee, sag. Nichts? Nichts. Nee. Kumbh Mela. Die Zeit startet jetzt. Mit dem Buchstaben Q beginnt der Name welches Milchprodukts? Quark. Boah, ist richtig. Aber jetzt ist vorbei. Und ihr habt gewonnen. 17.500 Euro. Ich muss mal, ja, erstmal feiern wir euch. Darf ich noch mal ganz kurz rein? Ich bin ja jetzt nicht der größte Statistik-Fan, aber ich glaube, Herr Hobiger, ich lasse das noch mal prüfen. Ich glaube, Sie haben gerade einen Titel gewonnen. Ich glaube, Sie haben nämlich den Sebastian Klussmann gerade verdrängt und haben das schlechteste Jägerfinale in der Geschichte von Gefragt, Gejagt gespielt. Kann das sein? Unmöglich. Naja, gut. Also, das war das letzte Mal Manuel Hobiger als Jäger. Nein, Sie dürfen wiederkommen. Aber ihr habt gewonnen. 17.500 Euro. Ich freue mich sehr drüber. Und ich hoffe sehr, dass das so weitergeht, wenn die Jagd wieder beginnt. Schönen Abend und tschüss.